Hückeswagen im Bergischen Land. Eine Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern. Hier ticken die Uhren noch anders. Und genau das ist es, was die Jazzbrüder an ihrer Heimat lieben. Ich finde es ja eigentlich sehr entspannt, wenn man so auf Konzerttour ist und man spielt Konzerte und man kommt wieder zurück. Man hat nicht irgendwie den Drang, irgendwas zu unternehmen. Man kann spazieren gehen und hat Ruhe und kann irgendwie Kraft tanken. Das spiegelt sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen auf die Musik. Und deswegen ist wahrscheinlich unsere Musik eher ein bisschen melodiöser und eher ein bisschen ruhiger. Heute muss die Ruhe draußen bleiben. Denn heute stellen sie ihr neues Album in Köln vor. Eine letzte Probe im eigenen Tonstudio. Seit diesem Sommer haben sie einen neuen in die Band aufgenommen. Den Cellisten Jörg Brinkmann. Für mich war das eigentlich nach der ersten Probe klar, okay, das mache ich. Das. Die Jungs sind echt cool und die spielen super zusammen. Und ja, hier stimmt einfach alles so. Hier ist das eigene Studio und man kann eben in Ruhe, man hat die Zeit, sich hinzusetzen und zu arbeiten. Und da die beiden Brüder sind, ist das einfach eine andere Sache als in anderen Bands. Seit ihrer Kindheit spielen sie Jazz, haben angefangen zu komponieren und viele Preise gewonnen. Eine Karriere, die bei Roman schon vor seiner Geburt begann. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, dass mein Papa meiner Mama, als sie mit mir schwanger war, einen Kassettenrekorder mit Big Band Musik vor dem Bauch gehalten hat. Dann habe ich immer schon auf irgendwelchen Töpfen rumgehauen und so Sachen gemacht und irgendwie das Interesse für Musik gezeigt. Und dann hat mein Papa mit mir den Deal gemacht, als ich 3 Jahre alt war, hat er gesagt, wenn du nicht mehr in die Windel machst, dann kriegst du ein Schlagzeug geschenkt. Diese Leidenschaft für die Musik musste sich bei seinem jüngeren Bruder erst noch durchsetzen. Ich war eigentlich mehr so im Sport. Also ich wollte immer Basketball machen. Und irgendwann Weihnachten habe ich dann meine erste Trompete geschenkt gekriegt und war eigentlich so nicht so amused. Ich habe mir eher vorgestellt, dass ich einen Basketball kriege oder so. Und dann war Musik irgendwie so ein bisschen Zwang für mich. Das änderte sich, als Roman ihm eine Platte von Chet Baker schenkte. Und dann habe ich die gehört und war direkt irgendwie hin und weg. Haben wir dann im Laufe der Jahre irgendwie 80 CDs von Chet Baker gekauft und Schallplatten. Und das nur rausgehört und nachgespielt. Seine Erfahrungen fließen ein in den typischen Wasserfuhr-Sound. Gefühlvoller, atmosphärisch dichter, melodiöser Jazz. Ein Sound, mit dem sie seit Jahren sehr erfolgreich sind. Gerade haben sie ihr 7. Album veröffentlicht, Relaxin' in Ireland. Aufgenommen in diesem Sommer auf der grünen Insel im Atlantik. Eine Woche haben sie hier in West Cork verbracht, im Tonstudio eines Ex-Bankers. Die Idee kam von Sigi Loch, dem Gründer des Jazz-Labels ACT. Er hat sie schon früh unter seine Fittiche genommen und weiß, dass sie immer wieder neue Orte und neue Musiker brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Nach Göteborg und New York, nun die Idylle Irlands. Wir waren nicht gestresst. Alles war ziemlich ruhig, viel Landschaft und Ruhe. Und ja, das war, glaube ich, das Geheimnis, weil man einfach zu sich kommen konnte. Und das war da eben auch ein großer Vorteil, dass wir drei da genug Zeit hatten und man einfach woanders ist. Ja, dann kümmert sich man da darum, warum man da ist. Mit der Ruhe ist es nun erstmal wieder vorbei. Aufbruch nach Köln. 1 Stunde von Hückeswagen entfernt. Von der Provinz in die Metropole. Hier werden sie ihr neues Album vorstellen. Im Rahmen des Festivals Musik in den Häusern der Stadt. Soundcheck unter erschwerten Bedingungen. Spielort ist ein Restaurant. Eingeladen sind rund 80 Gäste. Auch dafür sind sich die bodenständigen Musiker, die auf den wichtigsten Jazzfestivals der Welt vor Tausenden von Menschen spielen, nicht zu schade.
Ich finde das eigentlich spannend, dass man an so Orten halt Musik macht, wo man normalerweise jetzt kein Konzert spielen würde. Und das hat auch so eine bestimmte Atmosphäre dann. Man kann sich einfach hineinfallen lassen in die Musik. Die Augen schließen und entspannen. Mit ihrem wunderbaren Album sind sie jetzt auf Tour in Deutschland. Und Heidi.